liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. So, falls ich noch nicht ganz fit erscheine, es ist morgen früh und ich werde gleich zur Arbeit gehen, aber ich wollte noch kurz ein Video hineinquetschen, denn ich habe hier neben mir einen Stapel Bücher, die so meine erweiterte Herbstleseliste werden sollen, denn ich habe neue Bücher, es sind einige Bücher bei mir eingezogen, die ich eigentlich alle gerne im Herbst lesen möchte. Also heute haben wir so ein paar herbstliche Neuzugänge, die ich gerne mit euch teilen möchte, falls ihr auch noch Bücher sucht, die ihr im Herbst lesen könnt. Also das wären so Bücher, die ich auf meine Herbstleseliste setze. Deswegen sind sie auch bei mir eingezogen. Ja, das wollte ich mit euch teilen, deswegen machen wir das noch kurz vor der Arbeit. Ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video. Das erste Buch habt ihr auf meinem Kanal vielleicht auch schon gesehen und zwar ist von Darcy Coates Craven Manor eingezogen. Das habe ich in einem Lesevlog gelesen, den kann ich euch gerne unten verlinken. Ja, aber weil es neu eingezogen ist, wollte ich es euch trotzdem nochmals zeigen, weil in meinem Herbst-Leseliste-Video habe ich euch nur das Bild eingeblendet, weil ich das Buch noch nicht hatte. Jetzt habe ich das Buch, ich habe es gelesen, es hat mir gefallen. Mehr dazu könnt ihr in meinem Lesevlog nachschauen. Dann ist noch ein Buch eingezogen, auf das ich mich sehr, sehr gefreut habe. Und zwar Long Live the Pumpkin Queen oder ja, Lang lebe die Kürbiskönigin. Ja, das hier ist ein Buch von Shay Earnshaw. Und als ich das gesehen habe, dass das Buch von ihr ist, habe ich mich super gefreut, weil ein Buch, das mir so, so gut gefallen hat. Ich glaube, auf Deutsch hieß es Der Fluch der drei Hexen oder irgend sowas aus dem Vester Verlag. Das Buch hat mir so, so gefallen und deswegen habe ich mich super gefreut, dass Shay Earnshaw dieses Buch geschrieben hat. Ja, falls ihr das noch nicht kennt, das hier ist aus dem Carlson Verlag, aus dem Englischen übersetzt, eine Geschichte, die eigentlich Sally von The Nightmare Before Christmas behandelt. Allerdings bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob die Geschichte vor The Nightmare Before Christmas spielt, währenddessen oder danach, bin ich noch nicht 100% sicher. Auf jeden Fall ist das, ja, die Sicht von Sally auf das ganze Geschehen in der Halloweenstadt und ich freue mich so, so das zu lesen. Allerdings muss ich euch sagen, ich habe schon ein bisschen reingelesen. Die Sprache ist sehr einfach. Also es richtet sich tatsächlich an Kinder oder Jugendliche. Seid euch dessen bewusst. Es ist kein Erwachsenenbuch in dem Sinne, aber ich glaube, es ist trotzdem ein ganz, ganz tolles Buch, wenn man Fan von The Nightmare Before Christmas ist. Deswegen möchte ich das sehr, sehr gerne im Herbst lesen. Das nächste ist ein Spontanfund, würde ich mal sagen, und zwar von Christopher Golden, All Hallows. Auf das Buch bin ich beim Stöbern im Online-Shop meines Buchhandels so gestoßen. Es hat ein so tolles Cover, deswegen habe ich es mir einfach mal bestellt. Und der Klappentext, der klingt tatsächlich auch sehr, sehr vielversprechend, denn das Buch soll an Halloween spielen, und zwar im Jahre 1984 in Massachusetts. Sobald es um irgendwas geht, das irgendwie creepy oder gruselig ist und das in den 80er Jahren spielt, habe ich einfach immer Stranger Things im Kopf. Und ich liebe Stranger Things so, so sehr. Deswegen ist das Buch gleich bei mir eingezogen. Und ja, es spielt wohl an Halloween und es soll, glaube ich, so um ein Dorf gehen, in dem mehrere Familien wohnen. Ja, und ich glaube einfach an Halloween wird deren Zusammenleben wahrscheinlich gestört oder so ein bisschen durchgeschüttelt, auf den Kopf gestellt. Und ich freue mich einfach sehr, sehr, sehr darauf. Ist das nicht ein unglaublich cooles Cover? Auf jeden Fall, ich glaube, das Buch gibt es nur auf Englisch. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Auf jeden Fall habe ich es auf Deutsch nicht gefunden. Deswegen ist das Englische eingezogen. Aber ja, Halloween in den 80er Jahren, das Buch verspricht einfach sehr, sehr tolle Vibes. So, das nächste sind zwei Bücher, die ich mir im Sale in meiner Buchhandlung ergattern konnte. Beziehungsweise habe ich die beiden Bücher von der Vernichtung gerettet sozusagen. Und zwar ist von T. Kingfisher, wie man einen Prinzen tötet, bei mir eingezogen. Das Buch hat so ein bisschen Ecken und Kanten, es ist so ein bisschen kaputt, weswegen es auch im Sale gelandet ist. Allerdings hat auch während dem Sale niemand das Buch gekauft, deswegen konnte ich es dann mitnehmen, bevor es halt vernichtet worden wäre. Ja, ich habe es jetzt schon einige Mal auf dem Kanal erwähnt. Ich mag T. Kingfisher so, so gerne, auch wenn ich bis jetzt nur ein Buch von ihr gelesen habe. Und zwar, was die Toten bewegt. Ja, jetzt habe ich noch ein zweites. Und ich glaube, das hier ist eher ein Fantasy-Buch. Aber so wie ich T. Kingfisher kenne oder glaube zu kennen, ist es wahrscheinlich trotzdem so ein bisschen
spooky angehaucht. Wenn ihr dieses Buch schon gelesen habt, lasst sehr, sehr gerne mal eure Meinung unten in den Kommentaren. Aber ich freue mich auf jeden Fall sehr, sehr, dass ich das Buch ja mitnehmen konnte, auch wenn es nicht mehr ganz so schön ist. Und ich hoffe, dass ich es im Herbst lesen kann, weil ich glaube, auch wenn ich nicht wirklich viel über das Buch weiß, ich glaube, es passt in den Herbst. So, das nächste Buch, das ich ebenfalls nach dem Sale in der Buchhandlung mitnehmen konnte und ihm somit noch ein liebevolles Zuhause schenken kann, ist von Rory Power, Burn Our Bodies Down. Ich habe ja kürzlich über Wilder Girls von Rory Power gesprochen. Das hier, ja, ist ein weiteres Buch von ihr und ich hoffe, dass mir das Buch gefallen wird, auch wenn ich eigentlich gar nicht wirklich was über das Buch weiß, aber als das Buch damals auf Englisch erschien, ist das so durch die Medien gegangen. Ich habe das Cover gefühlt überall gesehen und ja, ich glaube, da Rory Power eher so ein bisschen skurrile Bücher schreibt, denke ich, das wird ganz gut in den Herbst passen. Nur schon das Cover, das hat einfach so total herbstliche Farben. Deswegen kommt es auch mal so provisorisch noch auf meine Herbstleseliste und ich hoffe, dass ich euch da bald genaueres dazu sagen kann. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Als nächstes habe ich noch ein vielleicht eher untypisches Buch für mich oder für meinen Kanal. Und zwar habe ich von Kate Morton Heimwärts. Das ist ein Leseexemplar, das ich aus meiner Buchhandlung mitnehmen konnte. Deswegen auch hier dieser Knubbel. Ja, um was es in dem Buch geht, weiß ich gar nicht so genau. Aber das Buch ist auch so auf Bookstagram explodiert, als das Englische damals erschienen ist. Das Englische hat auch ein unglaublich schönes Cover, das so richtig gruselige Vibes verspricht. Das hier ist so ein klassisches deutsches Familiendrama-Cover mit ein bisschen Mystery, findet ihr nicht auch? Auf jeden Fall hat es mich einfach so angesprochen, weil das Buch spielt wohl teilweise in Australien im Jahr 1959 und dann auch noch 60 Jahre später, also quasi in der heutigen Zeit. Ja, ein verwunschener Landsitz, ein ungelöstes Verbrechen, ein dramatisches Familiengeheimnis. Ja, das ist so die Überschrift hier auf dem Rücken. Das Buch hat mich einfach angesprochen. Ich durfte es sowieso einfach gratis mitnehmen, deswegen ist es mal bei mir eingezogen, weil ich so viel Gutes über das Buch gehört habe. Ja, wenn ihr es schon gelesen habt, lasst sehr, sehr gerne eure Meinungen unten in den Kommentaren. Das würde mich sehr interessieren. Und als letztes habe ich noch ein Buch, das erst gerade gestern Abend bei mir eingezogen ist. Und zwar ist das ein Leseexemplar, das ich vom Blockerportal und dem Goldmann Verlag erhalten habe. Ich glaube, das Buch müsste aus dem Goldmann Verlag sein. Das werde ich jetzt gleich mal noch zuerst öffnen. Und zwar ist das Buch, das Leseexemplar von Elizabeth Hand, Die Geheimnisse von Hill House, in diesem mega, mega schönen Cover. Ich habe das Buch gesehen, ich habe mich irgendwie schockverliebt. Deswegen habe ich das Buch angefragt, habe jetzt netterweise auch ein Leseexemplar erhalten. Und der Klappentext, der klingt einfach so, so gut, weil dieses Buch hier soll wohl ein offiziell akzeptiertes Werk innerhalb von Shirley Jacksons Hill House Geschichte sein. Ich bin noch nicht ganz sicher, ob ich wirklich verstehe, was das bedeutet, aber auf jeden Fall gibt es ja von Shirley Jackson das Buch der Spuk von Hill House, es spukt in Hill House. Auf jeden Fall, ich glaube, ihr wisst alle, was ich meine. Das ist ein Klassiker in der, ja, Schauerliteratur aus den 50er Jahren, glaube ich. Und das hier soll wohl tatsächlich eine Erweiterung von Shirley Jacksons Roman sein. Ich bin nicht sicher, ob das im selben Hill House spielt. Aber der Klappentext, der klingt einfach genau gleich wie Hill House von Shirley Jackson. Und zwar geht es um Holly Sherwin, die ein Theaterstück proben will in Hill House zusammen mit einigen anderen. Und die sind dann da in Hill House und sie wissen alle nicht so recht, warum die Person, die Hill House quasi verwaltet oder da nach dem Rechten sieht, am Abend nie bleibt. Die gehen dann immer, schließen alles ab. Somit sind die Theaterpersonen alleine in Hill House und da werden wahrscheinlich Dinge passieren. Also wie ihr seht, wenn ihr Hill House von Shirley Jackson kennt, das klingt irgendwie genau gleich. Aber es soll wohl nicht einfach ein billiger Abklatsch sein, sondern offiziell anerkannt. Ich werde das Buch ziemlich bald lesen und ich hoffe, ich kann euch dann etwas Genaueres sagen. Auf jeden Fall, ich bin einfach so gespannt, was dieses Buch verspricht. Und ja,
Hill House von Shirley Jackson hat mir ja nicht unglaublich gut gefallen. Ich glaube, ich habe ihm so 3,5 Sterne gegeben, weil ich die Personen in dem Buch unglaublich nervig fand. Mal gucken, ob das mit den Personen in dem Buch auch so sein wird. Ich werde euch sicher bald Updates geben. Freunde, dann habe ich nur noch ein Buch. Und zwar habe ich in meiner Buchhandlung ein Leseexemplar angefragt, habe auch die Zusage bekommen, aber bis zum heutigen Tag ist das Buch nicht angekommen. Es wird hoffentlich bald ankommen, deswegen nehme ich es jetzt noch in dieses Video rein. Und zwar von C.M. Evan. Er will nicht gehen. Ein Thriller aus dem Blanc Valais Verlag. Könnt ihr sehen, wenn ich es einfach so hinhalte. Dieses Buch sollte bald bei mir einziehen, weil, ja, wie gesagt, ich bekomme ein Leseexemplar davon. Und das Buch hört sich auch sehr, sehr gut an. Ich weiß nicht, ob es im Herbst spielt, aber es soll wohl um eine Frau gehen, die einen Handwerker oder den neuen Mieter oder den Vermieter, irgend sowas, soll sie ins Haus lassen, damit er halt irgendwas im Haus anschauen kann. Allerdings, ja, wie der Titel sagt, er will nicht mehr gehen. Und offenbar kann die Frau auch nicht einfach aus dem Haus gehen, weswegen die ganze Situation wahrscheinlich ein bisschen brenzlig wird. Wenn ihr dieses Buch bereits gelesen habt, lasst mich in den Kommentaren wissen. Ich habe den Klappentext von dem Buch gelesen und ich war einfach gerade so: Das wäre das perfekte Buch für so eine, ja, so eine gruselige Filmvorlage. Ich glaube zwar nicht, dass das Buch paranormal ist, aber es hat sich trotzdem sehr, sehr spannend angehört und ich hoffe, das Buch wird in den nächsten Tagen einziehen und ich hoffe, dass ich es dann bald lesen werde. Aber das war's für die Leseliste bzw. die Neuzugänge für meine Herbstleseliste. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr Bücher davon schon kennt, lasst mal eure Meinungen unten in den Kommentaren. Und falls ihr einige dieser Bücher gerne in einem Lesevlog hättet, dann lasst es mich sehr, sehr gerne wissen. Denn ich plane nämlich, mindestens jetzt im Herbst so wöchentliche Lesevlogs zu drehen. Bin ich nämlich aktuell auch gerade wieder dran. Also ich, ja, möchte eigentlich sehr, sehr viele Bücher regelmäßig mit euch teilen, halt in so wöchentlichen Vlogs. Deswegen werde ich sicher einige von diesen Büchern da reinpacken können. Also lasst mich sehr gerne wissen, welche euch am meisten interessieren würden. Und dann hoffe ich, ihr habt einen schönen Tag oder ihr habt eine gute Nacht, je nachdem, wie spät es bei euch ist. Und ich hoffe, dass wir uns im nächsten Video wieder sehen werden. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute, genießt den Herbst, trinkt einen schönen Tee und wir sehen uns sehr bald wieder. Ciao, Freunde!